Liebe Zuschauer, zusammen mit den Kollegen Bernhard Simniok und Nikolaus Fest beschäftige ich mich seit fast einem halben Jahr mit dem sogenannten EU-Migrationspakt, einem rund 500 Seiten umfassenden Gesetzeskonvolut, das Dublin-Asylsystem ersetzen soll. Nach den Plänen Ursula von der Leyen sollen die ersten Verordnungen dazu spätestens nach den Sommerferien ins EU-Parlament eingebracht werden. Wenn dieser Pakt Wirklichkeit wird, dann ist es mit Europa, Deutschland und unserem Sozialstaat endgültig vorbei. Denn die Kommission plant ohne viel Aufhebens die Ansiedlung von 60 bis 70 Millionen Afrikanern in Europa bis 2035. Bislang blieben Berichte unserer Delegation über diese ungeheuerlichen Migrationspläne von den deutschen Medien weitgehend unbeachtet. Sobald das Thema nicht mehr verschwiegen werden kann, erwartet uns AfD-Abgeordnete wie gewöhnlich ganz gewiss ein Sturm der Empörung über angeblich rassistische Untertöne unserer Mitteilung und insbesondere über die von uns in den Raum gestellte Zahl von bis zu 70 Millionen afrikanischen Einwanderern nach Europa. Wie also kommen wir auf diese Zahl? 2015 sagte der damalige griechische EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, vor dem EU-Ausschuss für Regionen, dass infolge der demografischen Entwicklung Europa, Zitat, in den nächsten beiden Jahrzehnten mehr als 70 Millionen Migranten benötigen wird. Von 2015 bis 2017 führte die Meinungsforschungsagentur Gallup eine umfassende Umfrage durch und kam zu dem Ergebnis, dass rund 33% aller Bewohner des subsaharischen Afrika sofort bereit wären, Afrika zu verlassen. 18% der migrationswilligen Afrikaner wollen nach Europa. Anfang 2020 betrug die Bevölkerung im subsaharischen Afrika rund 1,1 Milliarden Menschen. 33% davon macht rund 363 Millionen. 18% davon wollen nach Europa. Das sind rund 62 Millionen, die sofort kämen. Die EU-Kommission ebenso wie das Europäische Parlament in einem eigenen Bericht zur Kommissions-Afrika-Strategie kommen beide zu dem Schluss, dass nur rund 20% aller erwachsenen Afrikaner gegenwärtig ihren Kontinent verlassen wollen. Von 20% sofort migrationswilligen Afrikanern spricht auch die Internationale Arbeitsorganisation ILO, deren Studien sich allerdings nur auf die arbeitsfähige Bevölkerung Afrikas beziehen. Untersuchungsbasis ist dabei die Gesamtbevölkerung Afrikas, nicht nur des subsaharischen Afrikas. Kinder bleiben jedoch unberücksichtigt. Zudem steigt die Bereitschaft von Afrikanern, ihren Kontinent zu verlassen, mit dem Pro-Kopf-Einkommen. Vorausgesetzt, das Pro-Kopf-Einkommen steigt weiterhin in Afrika, so steigt auch der Migrationswille. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände ergäbe sich auch bei all diesen Schätzungen das Szenario von Dutzenden Millionen Afrikanern, die sofort nach Europa ausreisen möchten. Ursula von der Leyen hat erklärt, die EU betrachte Afrika als Lieblingspartner, also auf Englisch Preferred Partner, in vielen Politikfeldern, so beim Kampf gegen Klimawandel, in der Außenpolitik und bei der Migration. Damit dies nicht leere Worte bleiben, veröffentlichte die Kommission 2020, ich glaube Ende März 2020, wenn ich mich recht erinnere, eine neue EU-Afrika-Strategie. Im Rahmen ihrer Strategie soll eine neue Mobilitäts- und Migrationspartnerschaft die Zuwanderung nach Europa für Afrikaner erheblich erleichtern. Diesem Vorhaben dient auch der geplante EU-Migrationspakt, der die Abgrenzung zwischen Asylbewerbern und Migranten verwischt und statt konkreten Verschärfungen und Einreisekontrollen
Grenzsicherung und Plänen für vermehrte Rückführung von Migranten, deren Asylanträge abgelehnt wurden, doch tatsächlich sichere neue Zugangsrouten für Migranten plant und ebenso die Ausweitung des Familienzuzugs und beschleunigte Asylverfahren verbunden mit sofortiger Weiterreise der Migranten direkt nach Nordeuropa und vor allem Schweden und Deutschland. Bernhard Simniok und ich haben die EU-Kommission in einem Arbeitstreffen vor mehreren Monaten mit der für Afrika zuständigen Generaldirektion unter Beteiligung von mehreren Abteilungsleitern dort und knapp einem Dutzend Referenten mehrfach aufgefordert, klarzustellen, wie viele Migranten die EU bis 2030 oder 2035 erwartet. Wir erhielten keine konkrete Antwort, ebenso wenig wie auf schriftliche Anfragen. Die Kommission hat nicht einmal ein sogenanntes Impact Assessment, das heißt eine Folgenabschätzung ihrer eigenen Pläne, anfertigen lassen oder auch nur Berechnungen, wie viele Migranten sie im nächsten Jahrzehnt erwartet. Unsere eigenen Schätzungen von bis zu 70 Millionen afrikanischen Einwanderern wollte oder konnte die Kommission allerdings auch nicht dementieren. Fassen wir zusammen. Der zuständige EU-Kommissar sprach 2015 von einem EU-Bedarf von 70 Millionen Migranten bis 2035. Die EU plant insbesondere, den Zuzug aus Afrika zu erleichtern. Der Migrationspakt setzt diese Pläne durch umfassende Einreiseerleichterungen um. Und in Afrika warten bis zu 70 Millionen Afrikaner nur auf das Signal von der Leyen, sich sofort auf den Weg zu machen. Sie werden sagen, das alles ist Unsinn, das alles ist gar nicht möglich und wird und kann gar nicht so kommen. Ich frage Sie, hätten Sie vor 15 Monaten gedacht, dass unsere Regierungen uns 12 Monate lang mehr oder weniger einsperren lassen, Schulen geschlossen werden und Einzelhandel, Friseure und Restaurants monatelang geschlossen und sonst nur mit Masken betreten werden? Die neue Weltordnung macht all das möglich. Was gestern unmöglich erschien, ist heute Regelfall. Erscheinen uns 70 Millionen Afrikaner in Europa zurzeit unmöglich, kann auch dies in 10 Jahren völlig normal sein. Denn wie sagt doch von der Leyen, Zitat, Migration ist normal. Und immerhin werden in Afrika jede Woche mehr als 800.000 Kinder geboren. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Male. Ihnen alles Gute.